Welcome to the last session of today in this tent. Ja, willkommen zur letzten Sitzung, zum letzten Vortrag heute aus diesem Zelt. Ich darf euch heute Dennis Giese vorstellen und er wird euch von Privatsphärelücken in Smart Devices, in Smart Geräten zu Hause berichten. Vielen Dank. Herzlich willkommen aus der Übersetzerkabine von Lucaro und Eipwin. Wir haben einen Social Media Channel, ihr könnt uns dort Feedback geben unter @c3t. Heute möchte ich über Privacy Leaks in Smart Devices reden, also über, wie man Daten aus benutzten Smart Home Geräten extrahieren kann. Ich möchte anfangen mit der Motivation, wieso ich da rangegangen bin. Dann, welche Arten von Daten man auf den IoT-Geräten erwarten kann und wie sie gespeichert wird, wie man sie auch zurücksetzen kann, wenn sie verwendet wurden. Und auch einige Methoden, wie man diese Daten dann extrahieren kann. Und zu guter Letzt möchte ich ein paar Beispielfälle für einige Geräte vorstellen, die ich schon analysiert habe. Ein paar Infos über mich. Ich bin ein Doktorand an der Nordöstlichen Universität in Amerika, also aus Boston. Und ich bin aber auch ein Universitätsstudent von der Technischen Universität Darmstadt in Deutschland. Und ich interessiere mich dafür, viele interessante Geräte zurückzubauen und unter anderem IoT-Geräte oder auch Schlösser. Ein paar Sachen, über die ich reden möchte. Ich habe mittlerweile schon viele Xiaomi-Talks oder Vorträge gehalten, aber diesmal wird es nicht um Xiaomi reden. Diese Probleme betreffen eigentlich alle Hersteller. Viele von den Methoden sind auch bereits bekannt und werden auch schon weiträumig benutzt. Ich habe viele von den Daten zensiert, einfach aus ethischen und rechtlichen Gründen. Aber wenn ihr diese Methoden selber ausprobieren wollt, dann ist es auf euer eigenes Risiko, eure eigene Gefahr. Wenn ihr euer Smart-Home-Device kaputt macht, dann seid ihr selber schuld, nicht meine Schuld. Und natürlich muss ich auch einige Sachen vereinfachen, also NAND-Flashen ist sehr, sehr schwierig, sehr, sehr aufwendig, kompliziert, da vereinfache ich eine ganze Menge. Und es gehört auch nicht zum Rahmen dieses Vortrags und es ist auch sehr, sehr gerätespezifisch, wie man jetzt hier NAND-Daten extrahieren kann. Also lasst uns anfangen mit der Motivation. Dass man Daten auf verwendeten Festplatten hat, ist eigentlich ein altes Problem, aber dieses Problem wurde halt erst dadurch so brisant, dass Leute angefangen haben, auf eBay gebrauchte Computer-Hardware zu verkaufen. Und das kann natürlich alle Arten von Daten sein, also persönliche Informationen, E-Mails, Bilder und auch wirklich brisante, sensitive Daten, Dokumente. Und hier Anfang 2000 haben wirklich auch Wissenschaftler angefangen, darauf hinzuweisen und haben wirklich analysiert, was für verschiedene Daten da gefunden wurden und wie man die hätte löschen können. Das gleiche Problem betrifft auch Drucker und Laborausrüstung und es gibt einen Standard dafür, NIST, die haben das auch als Problem erkannt und haben einen Standard festgelegt, wie man Geräte sicher löschen können. Und eine von den Lösungen war, die Festplatten zu formatieren oder halt eben die Festplatten vorher auszubauen und dann die Geräte ohne Festplatte zu verkaufen. Aber es gibt natürlich immer noch ein paar Probleme, die übrig bleiben. Zum Beispiel wissen viele nicht davon, denen ist das Problem nicht bekannt. Nicht alle Nutzer sind bewusst, was für Arten von Daten da gesammelt werden und wie die gelöscht werden können. Vielen Leuten ist es auch egal. Sie sagen, sie haben nichts zu verbergen. Das sind keine wichtigen Informationen. Also es ist ihnen eigentlich egal. Und der Standardfall ist einfach, das Gerät ist kaputt und wir können es nicht löschen, weil es kaputt ist. Man könnte denken, dass das heutzutage kein Problem mehr ist. Aber in diesem Jahr gab es schon wieder eine Studie, dass 42% der Festplatten, die man auf eBay kaufen konnte, immer noch private Daten enthalten. Nächste Sache nach Festplatten waren Smartphones. Dort gibt es sozusagen private Daten to go. Dort auf den Telefonen gibt es noch viel, viel mehr private Informationen, zum Beispiel Fotos, Nachrichten, Passwörter und so weiter. Und diese Smartphones waren für eine lange Zeit auch nicht standardmäßig verschlüsselt. Erst seit 2014
2014 auf iOS 8 oder für, Android 6 in 2015. Erst seitdem war das standardmäßig aktiviert. Weiterhin ein Problem war, dass Zurücksetzen der Geräte nicht alle Daten gelöscht hat. Es gab da ein Paper dazu, dass noch viele private Daten übrig geblieben sind. Da gab es einen neuen NIST-Standard 2014, der das ein bisschen beschreibt, wie das gefixt werden soll. Das Problem mit IoT im Internet of Things ist, dass es überall ist. Es gibt, anders als beim Computer oder im Smartphone, kein User-Interface, keine Möglichkeit, direkt auf die Daten zuzugreifen. Das heißt, es ist nicht klar, die Daten sind nicht, man kann nicht auf die Daten zugreifen, das heißt, man weiß auch gar nicht, welche Daten überhaupt gesammelt werden. Und auf Fabrikeinstellungen zurückzusetzen, wenn man das macht, dann weiß man auch nicht genau, was das tut. Man kann es nicht verifizieren. Es kann von Versionen und Hersteller und so weiter abhängen. Und das heißt, die Motivation für diesen besonderen Vortrag ist, war, dass während ich meine Masterarbeit geschrieben habe bei CIMO, da habe ich versucht, auf vielen Geräten Root Access zu bekommen, also Admin-Zugriff. Und jedes Mal, wenn ich die Geräte zurückgesetzt habe, waren immer noch Spuren der alten Daten da und das fand ich interessant. So, woher kriegt man jetzt diese gebrauchten Geräte? Einfach von eBay, von Amazon Warehouse, Flohmärkte, alte Alexa Echo Dots oder im Müll von deinen Nachbarn. Kann alles interessant sein. Und alternativ ist Tradition in vielen Familien und da gibt man einfach alte Hardware weiter. Warum weiterschauen? Man kann auch einfach die Internet of Things Geräte im eigenen Zuhause schauen. Warum ist es auch gerade in Deutschland interessant? Hier zum Beispiel die Polizei hat auch mal versucht auch die Daten von den die IoT-Devices zuzugreifen. Ja, die Daten, die auf den Geräten sind, ist natürlich stark davon abhängig, welche Arten von Geräten wir uns angucken. Aber alle IoT-Geräte haben eines gemeinsam, sie haben WLAN-Zugangsdaten, sie haben Zugangsdaten für die Cloud und manchmal haben sie auch Verbindung zu einem bestimmten Account in der Cloud. Und ja, je mehr Funktion, je mehr Performance, je mehr Speicher ein Gerät hat, desto mehr Daten sind auch darauf zu finden. Also lass uns jetzt mal ein paar Geräte anschauen. Zum Beispiel Staubsauger. Es gibt mittlerweile schon viele Staubsaugerroboter, verschiedene Modelle. Was man da findet, sind halt Connection Logs, also Verbindungsdaten, wann wurde welche Verbindung aufgebaut oder wann haben die Smartphones Verbindung zu den Geräten aufgebaut, Karten vom Apartment und auch eben Reinigungslogs, also wie es gereinigt wurde und auch eine Nutzeridentifikation, weil man ja auch einen Benutzeraccount erstellen muss. Es gibt auch andere Geräte, zum Beispiel Smart Home Gateways, also die Sensoren und ja andere Smart Home Geräte ans Internet anschließen, dem natürlich auch Verbindungsdaten, Verbindungsprotokolle, aber natürlich auch Verbindungen zu den Sensoren, also und auch dafür Protokolle, zum Beispiel wenn man eine Tür öffnet, dann wird das auch aufschreiben in so ein Protokoll, dass jemand die Tür aufgemacht hat. Wenn man natürlich viele verschiedene Geräte verbindet, dann hat man auch Schlüsseldaten und so und natürlich auch wieder Benutzeraccounts. Und ein weiteres Gerät, was sehr verbreitet ist, sind natürlich Kameras, besonders in Deutschland und natürlich auch Türklingelkameras und viele von denen speichern tatsächlich auch Videoclips oder Fotos, manchmal sogar auch aufgezeichnete Videos, aber natürlich auch Protokolle, wann bis was passiert und auch wieder Benutzerdaten. Und häufig sind dort auch Zugangsdaten für irgendwelche Clouds, wo die Kamera ihre
Videostreams hochlädt. Und manchmal war es sogar möglich, die Videostreams dann auch abzurufen. Etwas, was jetzt nicht direkt Smart Home ist, aber auch sehr, sehr wichtig für zu Hause, ist der Router. Und der hat natürlich verschiedene Protokolle über die DHCP-Verbindung, also welches Gerät hat welche IP-Adresse bekommen beim Verbinden zu dem Router, also welche Geräte haben sich wann verbunden. Außerdem natürlich die Konfiguration der Firewall, also und es gibt natürlich auch die etwas besseren Router, wie zum Beispiel die von AVM in Deutschland, die auch irgendwie Mediadaten, also USB-Sticks oder sowas verwenden können, und natürlich auch wieder ganz viele andere Protokolle, also zum Beispiel, wenn es DNS-Abfragen gemacht werden, welche Webseiten werden besucht oder wenn es irgendwelche Filter gibt für Eltern, die ihre Kinder im Internet einschränken wollen oder so, auch dafür gibt es Protokolle und natürlich auch wieder einen Haufen an Zugangsdaten. Dann gibt es auch noch einen Haufen von Media-Playern, also quasi für den Fernseher, die sind auch sehr verbreitet und natürlich hier gibt es auch wieder Verbindungsprotokolle, aber auch ganze Medienbibliotheken, Wiedergabelisten, Zwischenspeicher von Mediendateien, also auch eine ganze Menge Video- und Medieninhalte. Und wenn da zum Beispiel auch Android drauf installiert ist, dann kann man da auch mit ins Internet gehen, also einen Browser verwenden. Dann gibt es da halt auch einen Browsing-Verlauf und natürlich auch Zugangsdaten für irgendwie einen Google Play Store, um Apps runterzuladen oder vielleicht auch Zugangsdaten für Netzwerkfestplatten. Und ich kann dieses Gerät jetzt hier nicht verwenden, weil ich habe echt viele, viele Geräte gehabt, die sehr merkwürdige Videos enthalten haben. Also die kann ich hier leider nicht zeigen, leider. Ja. Und zuletzt auch Spielzeuge. Und da denken viele Leute überhaupt gar nicht dran, was die alle für Daten enthalten können, aber da können natürlich Konfigurationsdaten drauf sein, das ist natürlich nicht so interessant, aber manche können ja auch Video und Audio aufzeichnen und natürlich auch eine Menge an Nutzungsprotokollen, also wann und wie oft und auf an welchen Orten wurde dieses Gerät verwendet und so. Das sind natürlich auch interessante Daten. Ja. Schauen wir uns mal an, wie die Daten überhaupt auf diesen Geräten gespeichert sind. Im Allgemeinen braucht man natürlich irgendwie Massenspeichergeräte. Es gibt zum einen einfach Flash. Es gibt zwei Untergruppen, entweder seriellen Flash, SPI oder NAND Flash, das ist parallel. Und das andere ist Blockgeräte, EMMC, EMCP oder SD-Karten. Je nach Speichergerät, wird auch die Wahl des Dateisystems beeinflusst. Also je nach Speichertyp gibt es halt einfach unterschiedliche Dateisysteme, die nutzbar sind. Also reden wir erstmal über NAND Flash. Normalerweise ist das so unter 64 MB groß oder vielleicht auch 64 MB. Das ist immer relativ einfach zu benutzen. Das andere, der NAND Flash, ist so zwischen 128 bis Megabyte und 4 Gigabyte, haben größere Pakete, gibt da verschiedene Versionen, TSOP 48, TSOP 56, BGA 63. Der Grund, warum dieser Flash häufig genutzt ist, ist, weil es schnell und günstig ist, hat aber Bitfehler. In dem Fall muss der Prozessor des Hosts dafür sorgen, dass der Speicher gleichmäßig genutzt wird und so weiter, dass Fehler korrigiert werden. In Linux wird das alles von Linux übernommen, das wird vom MTD-System übernommen. Das wird dann einfach als Block-Speichergerät präsentiert. So, NAND Flash ist in Blöcken und Seiten organisiert. Um Daten zu löschen, muss man den kompletten Block löschen. Und löschen heißt, dass wir alle Bits auf 1 setzen. So, typischerweise ist so ein Block zwischen 16 und 512 Kilobyte groß und eine Seite ist halt nur einen halben bis in 2 Kilobyte. Was man also machen kann, ist auf dem Page-Level programmieren, aber löschen dann auf dem Block-Level. Dann
dann gibt es natürlich ein bisschen out of band data für das Managen von dem und ein bisschen Error Correction. Flash, der Flash hat dann einfach verschiedene Blöcke für dieses Management, sodass man auch kaputte Blöcke ersetzen kann. Der Fehlerkorrekturcode wird meistens von der vom Hostprozessor ausgerechnet. Manchmal ist sogar die tatsächliche Berechnung herstellerabhängig. Also ja, herstellerabhängig. Let's talk about wire leveling for raw flash. So, wie funktioniert wire leveling, also dafür zu sorgen, dass der Flash gleichmäßig benutzt wird. Das Problem ist, jede Flash-Zelle hat bloß eine begrenzte Anzahl an Schreibzugriffen. Das Problem ist, Dateisysteme wie X2, 3 oder 4 sind nicht, die wissen nichts über diese Geräte, das heißt, sie können nicht darauf, sie sind nicht darauf angepasst. Das heißt, sie können relativ einfach den Flash kaputt machen. Die Lösung dazu ist, Flash-Dateisysteme zu benutzen, die denen Flash bekannt ist. Also da gibt es zum Beispiel Jeffs oder JFFS oder JFFS2. Das ist jetzt eine weitere Schicht zwischen dem Betriebssystem und der Anwendung. Diese Systeme sorgen dann dafür, dass die kaputten Blöcke rausgeworfen werden und dass alle Blöcke ungefähr gleichmäßig benutzt werden. Die Idee ist, wenn Blöcke gelöscht werden, werden sie nicht tatsächlich gelöscht, sondern sie wird bloß markiert und dann wird die geänderte Information auf einen neuen Block kopiert. Und der Garbage Collector sorgt dann dafür, dass die gelöschten Blöcke irgendwann aufgeräumt werden. So, hier sieht man ungefähr, wie das funktioniert. Als erstes ist der logische Level. Und hier haben wir im logischen Level einen Datenblock und wir wollen jetzt diesen Datenblock ändern. Dann erstellen wir einen neuen Block. Der Block wird neu verlinkt und so hat man die neuen Daten. Das Problem ist, die alten Daten sind noch da, bis der Garbage Collector da ist. Ja, und da kann man natürlich verschiedene interessante Eigenschaften sich anschauen. Und zwar zum Beispiel kann es mehrere Kopien von den Daten geben. Jedes Mal, wenn wir Daten ändern, müssen sie in einen neuen Block kopiert werden und die alten Daten bleiben so lange da, bis der alte Block vielleicht irgendwann mal wirklich gelöscht wird. Und diese Kopien sind dann meistens über 2 Kilobyte groß. Also man hat viele, viele Kopien von einer Datei und wenn man Daten sehr häufig ändert, zum Beispiel Protokolldateien oder WLAN-Zugangsdaten, dann hat man auch mehr Kopien davon. Also wenn man WLAN-Zugangsdaten hat, dann hat man manchmal sogar den Verlauf von allen WLAN-Zugangsdaten. Also wenn man das Gerät das erste Mal eingerichtet hat, dann hatte man das erste Passwort da drin stehen und dann denkt man sich vielleicht, naja, vielleicht möchte ich das nicht in dem gleichen WLAN haben wie mein PC, also mache ich ein neues WLAN-Netzwerk, ändere die WLAN-Zugangsdaten, aber dann sind die alten WLAN-Zugangsdaten immer noch da. Also es gibt hier ein paar interessante Materialien zum Thema NAND und Flash-Speicher, zum Beispiel hier ein Vortrag von einem Black Hat-Vortragreihe von Jaron Wook. Ja, und der gibt auch ein paar Tipps, wie man den auslöten kann, wieder einlösen kann und auch eben, wie man die vom Datenformaten zurückbauen kann oder untersuchen kann. Und dann gibt es noch einen Artikel über NAND-Chips und Dateien von Jean-Michel Picot und da ist auch ein Link. Noch eine Randnotiz zu diesem ganzen Flash-Kram. Häufig sind auch die Hersteller überhaupt gar nicht von diesen Eigenschaften bekannt oder wissen das gar nicht. Zum Beispiel hier wurden die Entwickler-Keys gar nicht gelöscht, weil die noch in dem gelöschten Block drin vorhanden waren und die wurden auf Millionen von Geräten kopiert. Also wenn man es löschen kann, sollte man wirklich nicht darüber vergessen. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind die Blockgeräte und das sind halt im Prinzip verwaltete NAND-Speicher. Es gibt verschiedene Standards, also zum Beispiel EMCC, EMMC 5 oder 4 oder 5. Im Prinzip ist das immer, also es gibt einen Unterschied zwischen EMMC und EMCP. EMMC ist einfach nur ein Flash-Speicher mit einem Controller dabei, also einem kleinen Chip, der eben diesen Flash-Speicher verwaltet, sodass das die CPU, der Prozessor, nicht machen muss. Und häufig findet man die
die in so Paketen mit 153 Pins oder so. Und EMCP ist im Prinzip ähnlich wie EMMC, aber es gibt dann noch einen zusätzlichen Arbeitsspeicher dazu. Und der Vorteil davon ist, dass halt der Arbeitsspeicher und der Hauptspeicher auf einem Chip sind. Also man braucht nur einen Chip für beides. Also es ist halt viel einfacher, das zu verwenden. Und naja, dann hat man halt 162 oder 221 Pins. Und unter Linux hat man halt normalen Blockspeicher, meistens im Dateisystem extern 2, 3, extended 2, 3 oder 4. Und die Chips haben halt eine integrierte Verwaltung, die halt dafür sorgen, dass die gleichmäßig verwendet werden und dass kaputte Blöcke markiert werden und so weiter. Das muss die CPU nicht machen. Aber jetzt ist die Frage, wie kann man da gelöschte Daten abrufen? Und naja, normalerweise erlaubt dieser EMMC-Controller nicht den Zugriff auf die Rohdaten von diesem Speicher. Auch weil die Daten dann da mit Trim-Kommandos gelöscht werden, aber im Prinzip nutzt der EMMC oder EMCP ja intern immer noch normalen NAND-Speicher. Und manchmal kann man den EMMC-Controller umgehen und dann direkten Zugriff auf die Rohdaten erhalten. Der einzige Herausforderung ist halt herauszufinden, in welchem Datenformat der EMMC-Controller die Daten verwaltet. Da gibt es auch noch einen Vorteil, den ich hier empfehlen würde, und zwar EMMC-Chips, Datenrettung über den Controller hinaus bei Resolute. Und die Zusammenfassung dazu ist, dass selbst wenn der EMMC den Chip komplett löscht, die Daten sind immer noch im internen Speicher vorhanden und man muss sie halt nur irgendwie rausfinden. Aber auch das ist jetzt hier ein bisschen außerhalb vom Rahmen. Okay, lass uns ein bisschen über das Stadium von Geräten nach dem Zurücksetzen reden. Meistens ist der Zurücksetzstatus abhängig von dem letzten Besitzer. Meistens oder häufig findet man Geräte, die überhaupt nicht resettet worden sind. Das heißt, die Geräte enthalten noch all die Daten, die Konfigurationen. Wahrscheinlich passiert das, weil die Leute nicht wissen, wie man die Geräte zurücksetzen kann oder die Geräte einfach kaputt sind. Also, der andere Fall ist, dass die Konfiguration über das WLAN gelöscht worden sind, aber der Rest der Daten noch da ist. Viele Geräte unterstützen nur diesen Reset-Modus, dass nur die WLAN-Daten entfernt werden. Das heißt, die tatsächlichen Daten noch drauf sind. Der andere Fall ist, dass das Gerät komplett gelöscht wird. Factory Reset, zum Beispiel all die Daten gelöscht worden sind und wieder in Fabrikzustand ist. Aber selbst in diesem Fall findet man noch Spuren von Daten. Und nicht alle Geräte unterstützen diesen Reset. Um die beiden Reset-Typen zusammenzufassen, es gibt Wi-Fi Reset. Da gibt es normalerweise einen besonderen Button für. Und in diesem Fall kann das Gerät den WLAN resetten. Die Idee, warum nicht alles gelöscht wird, ist, damit man die Geräte schnell zu einem neuen WLAN verbinden kann, keine lange Dauer vom Reset hat und die meisten Einstellungen verbleiben. Wenn man die Geräte selber neu verwenden möchte, dann ist das wahrscheinlich das, was man haben möchte. Die Idee, die Daten zu extrahieren, die ich da erstmal hatte, war, alle Daten zu extrahieren. Methoden sind da über die Software, indem man Root Access bekommt, über die einfach das Lesen des Flashes, ohne dass man es entlötet, oder man lötet es tatsächlich ab und
liest die Daten dann direkt. Die Software-Methode hat für viele Geräte funktioniert, zum Beispiel auch für irgendwelche Amazon Echo Dots gibt es einfach Anleitungen, wie man die routet. Manche Kameras oder so kann man dazu überzeugen, einfach ein Betriebssystem von einer SD-Karte zu booten, und sobald man das kann, nutzt man DD, um alle Daten vom Flash zu kopieren. Wenn wir das mit DD machen, ist das sehr nützlich, weil DD nicht Flash kennt, und dann kriegen wir einfach alles. Wie man das jetzt tatsächlich rausbekommt, ist verschieden. Man kann es entweder auf eine andere SD-Karte schreiben, über SSH oder über Netcat schicken. Der Vorteil ist, das funktioniert sehr gut, zum Beispiel für JFFS oder UBFS. Ein bisschen schlecht ist, dass es ein bisschen davon abhängt, was für ein Kernel man hat. Es könnte begrenzt sein, der Zugriff. Die nächste Methode ist, dass man den Flash direkt ausliest, ohne es abzulöten. Das funktioniert hauptsächlich für SPI und eMMC-Flash. Das funktioniert meistens, wenn die Geräte neu programmiert werden können. Also was zum Beispiel funktioniert, ist, man kann ein paar Pins resetten, sodass der On-Chip-Prozessor nicht läuft, und dann kann man die Hardware direkt anstellen. Das Gute ist, es ist weniger wahrscheinlich, die Hardware zu zerstören, aber das Problem ist, man muss wissen, was die Pins tun oder wie die Verbindungen auf dem Brett dann tatsächlich sind. Ja, die letzte Methode ist natürlich dann eben, den Flash-Chip tatsächlich auszulöten, und das funktioniert halt eben für alle Flash-Chips, unabhängig vom Hersteller. Im Allgemeinen wollen wir erstmal das Board vorheizen, damit, um halt Schaden zu vermeiden und es ein bisschen einfacher zu machen. Für manche Flash-Chips, die halt schon sichtbare Anschlüsse haben, kann man halt mit einer niedrigen Temperatur und so einer Lötpaste kann man das dann auf die bestehende Lötpaste auftragen, um halt dann die Chips einfach entfernen zu können. Für Chips, die keine sichtbaren Pins haben, muss man halt dann sich was überlegen mit Heißluft oder einer Reflow-Station oder so, mit einem Reflow-Ofen oder mit Infrarotlicht. Der Nachteil natürlich ist halt, wenn man die wieder verwenden möchte, dann muss man die halt manuell mit Lötzinn wieder versehen, und das braucht natürlich erfordert wieder zusätzliche Tools und ist sehr aufwendig. Und wenn man halt einen NAND-Flash auslötet, dann muss man halt auch einen speziellen Adapter haben, um den Pin-Count, also die Anzahl an Anschlüssen, zu entsprechen. Was für Werkzeuge man dafür verbrauchen kann: wenn man einfach nur ein SPI-Flash auslegen möchte, kann man beliebige Mikrocontroller verwenden, die halt GPIOs bieten, also allgemein verwendbare Ein- und Ausgänge. Zum Beispiel ein Raspberry Pi oder ein Arduino oder so. Mein Favorit ist ja die Flashcard USB, weil das eben besonders komfortabel ist. Für eMMC-Flash ist es ähnlich einfacher, aber man muss halt ein bisschen vorsichtig sein, weil es halt manche eMMC-Chips gibt, die halt weniger Speicher verwendet. Bevor man da irgendwas machen möchte, sollte man erstmal das Datenblatt von diesem eMMC-Chip lesen. Zum Beispiel gibt es hier diese eMMC-Adapter von Exploit.rs, die ungefähr nur $10 kosten, wo man die Kabel vom SD-Kartenleser auf den Chip lesen kann. Also man kann den Chip einfach direkt an den SD-Kartenleser des Computers anschließen. Die Schwierigkeit hier ist halt eben, dass man besonders gute Augen oder halt ein Mikroskop braucht, um halt eben so fein lösen zu können. Und wenn man einen SD-Kartenadapter hat, dann hat man nicht immer Zugriff auf alle Partitionen, was für uns jetzt nicht so relevant ist, weil wir wollen ja generell einfach nur alle Nutzerdaten rausbekommen. Wir interessieren uns nicht für Systemdaten oder so. Es gibt auch billige chinesische Tools, zum Beispiel auch viele Smartphone-Repair-Chips verwenden das. Zum Beispiel die UFI-Box Lite, die hat verschiedene BGA-Adapter, und das ist halt eine sehr einfache Verbindung. Man legt den BGA-Chip da drauf und macht dann die Klappe zu,
dazu und dann sind da halt kleine Kontakte, die den BGA-Chip berühren und so. Das unterstützt halt eben auch Chips mit verschiedenen Spannungen. Der Nachteil ist halt, man braucht viele Versuche, um rauszufinden, wie man den BGA, also den Chip richtig positionieren muss. Und man kann es nicht gut unter Windows verwenden, weil Windows das halt erst als Virus erkannt wird, weil das den Virenschutz deaktivieren muss. Und der Hersteller sagt halt, naja, das ist kein Problem, das deaktiviert halt euren Virenschutz, aber naja, man sollte sich darüber Gedanken machen. Was halt beim NAND schwierig ist, man muss halt einen Haufen Pins bekommen, verbinden und man muss halt irgendwie eine Art von NAND-Controller verwenden. Hier gibt es halt noch einen Vortrag, Reverse Engineering Flash for Fun and Benefit. Es gibt aber natürlich auch hier wieder Adapter, zum Beispiel die FlashCat, die halt auch verschiedene Adapter unterstützt, sodass man auch BGA-Chips auslesen kann. Also das unterstützt wirklich eine breite Vielfalt an Flash-Speicher. Der Nachteil ist halt, es kann natürlich die ECC oder also die Fehlerkorrekturdaten nicht interpretieren. Das muss man halt manuell machen. Aber das interessiert uns ja jetzt nicht so sehr, weil wir die Daten nur extrahieren wollen. Aber wenn man halt wirklich ein bisschen Reverse Engineering, ein bisschen zurückbauen will, dann ist das vielleicht schon relevant. Was auch noch möglich ist, ist mit einem Entwicklerkit für diese spezielle CPU oder für dieses spezielle Gerät, was man hier arbeitet, zu bekommen. Und man kann dann einfach den Flash von dem einen von dem einen PCB, von dem einen Board auf das andere umlöten, dann kann man es direkt verwenden. Aber natürlich gibt es solche Entwicklerkits nicht für alle CPU-Modelle, für alle Gerätemodelle und sie sind auch häufig relativ teuer. Also wenn man eins hat, ist es praktisch, aber häufig ist es auch nicht so. Sobald man diesen Dump hat, also die Inhalte, dann kann man einfach Binwalk drauflaufen lassen zum Beispiel. Man kann einen Hex-Editor benutzen, um die SSID zu finden. Was man auch machen kann, um NAND-Dumps sich anzuschauen, es gibt einmal das Dump-Flash-Tool, NAND-Dump-Tool. Das Problem ist, manchmal gibt es da komische Probleme mit exotischen Metadaten. Für UBI-Images gibt es den UBFS-Dumper. Der wird auch von Binwalk benutzt. Es gibt also allgemein ziemlich viele Tools, um diese Dumps sich anzuschauen. Also schauen wir uns jetzt mal ein paar Beispielgeräte an. Die übliche Methode, um das zu machen, war, das Gerät auseinanderzunehmen, den Flash zu dumpen und dann habe ich die Geräte angeschaltet, geroutet, dann habe ich versucht, sie wieder zu der App zu verbinden, dann die Geräte benutzen, zu resetten und dann mal schauen, wie die Daten aussehen vor und nach dem Reset. Das erste Gerät, was ich angeschaut habe, war der EvoVax D-Bot 900, ein beliebter Staubsauger. Der letzte Ordner hat gesagt, er hat es auf Fabrikeinstellung zurückgesetzt. Es benutzt Linux, hat ein NAND Flash, hat auch 128 MB RAM. Die Herangehensweise, die ich hier genutzt habe, war, den NAND Flash zu dumpen und über UART zu verbinden. Als ich den Flash gedumpt habe, wollte ich erstmal schauen, dass das Gerät tatsächlich auf Fabrikeinstellung zurückgesetzt worden ist. Und dann habe ich hier im Log gefunden, wann das Gerät auf Fabrikeinstellung zurückgesetzt worden ist. Ich habe aber auch Fragmente von Logs, Schlüsseln und so weiter gefunden. Also habe ich gesehen, wie häufig die Pinsel benutzt worden sind von der Dings. Das Problem ist, es ist unklar, wie die Metadaten jetzt hier funktioniert haben. Das UART von dem Board ist leider nur für Lesezugriffe verfügbar.
aber ich habe ein paar Informationen rausgefunden. Es benutzt einen besonderen NAND-Treiber, um dafür zu sorgen, dass alles gleichmäßig benutzt wird auf dem Flash-Chip. Wo ich gerade von Benutzernamen und Passwörtern rede, es hier bei dem Zurücksetzen auf Fabrikeinstellungen sehen wir, dass der Hersteller immer mehr Wi-Fi-Passwörter hinzugefügt hat. Interessant ist auch, dass Verbindungslog, da sieht man verschiedene WLANs, sieht man, wer das Gerät programmiert hat, hier zum Beispiel ein Samsung Galaxy Telefon. Die Frage ist, können wir das irgendwie benutzen, um herauszufinden, wo die Leute gelebt haben? Das Gute ist, wir können die Geolocation API von Google benutzen. Wir geben ihm einfach zwei MAC-Adressen und eine Signalstärke und kriegen dann einfach eine Position. Das Problem war, ich hatte bloß eine MAC-Adresse, aber das Gute ist, es gibt eine Suchmaschine für SSIDs und ich hatte zwei SSIDs und hier habe ich auf der Website gesucht und dann habe ich gesehen, dass die beide an derselben Stelle genutzt worden sind. Das heißt, hier für dieses Gerät, zusammenfassend würde man sagen, man konnte noch die meisten Daten sehen, man konnte die Netzwerkverbindungen sehen. Ich habe nicht herausgefunden, wie die Wohnungskarte gebaut war. Also selbst nachdem ich das Gerät dreimal resettet hatte, waren immer noch Daten übrig. Interessanterweise war auf dem Gerät auch noch Logs von der Fabrik, das heißt, man konnte sehen, wie das Gerät getestet worden sind und so weiter. Man konnte also vorherige Benutzer nachverfolgen. Das Gute war, die App hat nicht die vorherigen Maps angezeigt. Ähnliches Verhalten habe ich gefunden, zum Beispiel bei Viomi Vacuum Robot V2, was essentiell die gleiche Hardware hat. Ja, das nächste Gerät, was ich mir angeguckt habe, ist aus 2018. Da war ich mir nicht sicher, in welchem Zustand sich das befindet, weil es gab einen Wasserdefekt. Und die haben einen Quad-Core, also Vierkernprozessor von Allwinner und 4 GB an Flash-Speicher im eMMC-Format und sogar 512 MB RAM, also deutlich leistungsstärkeres Gerät. Und ich habe dieses Gerät schon vor einer ganzen Weile mal geroutet und jetzt habe ich die Partition über UART gedumpt und habe das Gerät zu einem neuen Cloud-Account verbunden. Ja, das Schöne ist halt, dass es schon eine Root-Methode gab. Ich habe es schon vor 2 Jahren auf dem Kongress vorgestellt. Also es ist sehr einfach, einen Root-Zugriff, also einen Administrator-Zugriff zu bekommen über UART oder über eine benutzerdefinierte Firmware. Und man kann dann eben auch alle Daten über SSH extrahieren und das ist natürlich eine gute Methode, um halt zu verhindern, dass man den Flash-Chip tatsächlich auslöten muss oder so, was ja viel aufwendiger wäre. Wenn man sich das Layout, also die Zusammensetzung von dem Speicher, von den Partitionen anguckt, da sind natürlich eine Haufen Partitionen für das Betriebssystem und so, aber am Ende ist eine Partition, die mit der Beschriftung UDisk und die enthält halt die Nutzerdaten, sodass die halt eben für uns interessant war. Also das ist halt ein interessantes Gerät, weil es sowohl ein WLAN-Reset als auch ein Werkseinstellungs-Reset unterstützt. Wenn man den WLAN-Reset verwendet, dann löscht es halt nur die WLAN-Zugangsdaten. Aber wenn man den normalen ganzen Werkseinstellungs-Reset verwendet, dann muss man halt irgendwie noch 3 Knöpfe drücken, was gar nicht so gut dokumentiert war. Dann werden halt die Betriebssystempartitionen werden wiederhergestellt von so einem Wiederherstellungs-Image und die Datenpartition wird formatiert, aber nicht überschrieben, sodass die Daten halt nicht wirklich gelöscht werden. Also die Nutzungsdaten, wie oft der benutzt wurde, in was für einem Bereich, wie lange, das wird überhaupt nicht gelöscht. Also das ist immer noch da.
Und was habe ich hier für Informationen gefunden? Also genau bei dem, den ich auf eBay gefunden. Wenn ich das mit einem neuen Account verbunden habe, waren die alten Daten sofort wieder sichtbar in der App. Also ich konnte alle Reinigungsprotokolle angucken, ich konnte das ganze Apartment mir angucken. Also für eine ganze Weile zurück, also insgesamt 68 Benutzungszyklen. Und was ich halt auch herausgefunden habe, ist, dass die Daten sofort in die Cloud hochgeladen werden. Also so, egal, wenn man wenn man das Gerät zurücksetzt und den Benutzeraccount löscht, sobald man das wieder verbindet, lädt der Reinigungsroboter sofort wieder alles in die Cloud hoch. Und auch auf dem lokalen Speicher waren die ganzen Protokolle noch da. Nach dem wirklichen Werkseinstellungsreset waren die Map-Dateien nicht mehr sichtbar, aber trotzdem noch viele andere Daten. Und ich konnte hier den ursprünglichen Besitzer also lokalisieren, weil er hatte anscheinend zwei Access Points, also zwei WLAN-Zugangspunkte in seinem Haus, und das hat dann mir ermöglicht, die Google Geolokations Schnittstelle zu verwenden, und ich konnte wirklich Koordinaten rausfinden, die nach Hanau führen, also in Deutschland, und auch die WLAN-Zugangsdaten zeigen halt einen Teil von der Straßenname und einen Teil von der Hausnummer, also hier werden scheinbar wirklich persönliche Informationen für die WLAN-Zugangsdaten verwendet. Und auch die Benutzer-ID, also der Benutzer-Account, wird in einer der Dateien gefunden. Und wenn man dann diesen Benutzernamen in der Smartphone-App sucht, kann man das Gerät mit dem Nutzer freigeben, um sogar den echten Klarnamen von diesem Nutzer zu erhalten und auch das Betriebssystem und auch das Profilbild und so. Und das ist natürlich schon ziemlich interessant. Also in Zusammenfassung für dieses Gerät, alle Daten waren immer noch vorhanden. Der Nutzer hat sie nicht zurückgesetzt, wahrscheinlich weil es kaputt war. Das Gerät wurde nicht überschrieben, sondern nur so ein WLAN-Zugangsdaten-Reset wurde gemacht. Und der Reset-Button ist ein bisschen irreführend, weil nur wenn man diesen Knopf drückt, also es reicht nicht aus, man muss dann noch andere Knöpfe drücken. Und das ist natürlich im Benutzerhandbuch dokumentiert, aber viele Leute lesen es ja einfach gar nicht. Und ich konnte ja sogar den ursprünglichen Eigentümer ermitteln, einfach nur durch die Daten aus den Protokolldateien. Also dieses Gerät legt wirklich sehr deutliche Logdateien an, und das ist eigentlich eine ziemliche Datenlücke. Ein kurzes Beispiel hier ist noch diese Kinderspielzeuge, so eine Drohne, kostet $50, hat Android drauf, hat einen Quad-Core, 4 GB Speicher, 512 MB RAM, es hat zwei Kameras, eine für Navigation und eine für einfach Video aufzunehmen. Man kann darauf zugreifen über einen seriellen Port oder über ADB, wenn man es geroutet hat, auf den Geräten ist dann sind da Videos drauf auf dem Gerät, und wenn die Kinder das einfach in die Wand hauen, die Drohne, dann ist es kaputt und man kann es nicht löschen. Also hier hat das zum Beispiel, das ist jetzt natürlich nicht die echten Daten von dem Gerät, weil es ein bisschen peinlich sein könnte. Andere Beispiele dafür sind, die ein ähnliches Design nehmen, sind zum Beispiel Türklingeln, die benutzen alle UBIF oder JFS. You can usually insert a SD card, which is spent for the storage of the video, so I didn't really found video data on it. Kann man da SD-Karten einführen, um die Videos abzuspeichern, aber da war keine drin, deswegen habe ich nichts gefunden. I found like one particular vacuum cleaning model, which I'm rooting right now, which I don't want to disclose yet. Hier, wo ich gerade einen Staubsauger route, da habe ich was Gutes gefunden. Managed by the trusted execution engine. Da gibt es eine Trust-Zone, die das Ganze verwaltet. Die Datenpartitionen sind mit Lux verschlüsselt. Der Schlüssel ist gehandhabt von der Trust-Zone, und
wenn das gelöscht wird, dann wird das einfach über die Trustzone gegangen. Das finde ich eigentlich eine sinnvolle Möglichkeit. So, zusammenfassend. Man weiß nie, was das Gerät tut. Die Geräte werden Daten speichern. Und wenn man ein Factory-Set machen möchte, dann ist das ziemlich schwer. Man weiß nicht genau, zum Beispiel, wenn es NAND-Flash ist, dann weiß man nie, wann die Daten tatsächlich von dem Gerät runter sind. Und ja, viele Hersteller löschen auch einfach nicht alle benutzergenerierten Daten. Also wenn man zum Beispiel Logfiles findet, dann sind da viele Benutzerdaten noch drin. Und manchmal ist es auch einfach so, dass die Benutzer nicht genau wissen, wie das Gerät funktioniert. Dann, und das sorgt dann für große Probleme. So, Empfehlungen. Was ich euch empfehle, wenn ihr Geräte loswerden wollt, dann werft sie nicht weg oder verkauft sie nicht. Wenn ihr denkt, dass es private Informationen haben. Und zum Beispiel versucht, die Geräte zu zerstören, selbst wenn sie kaputt sind. Macht sie einfach weiter kaputt. Wenn ihr sowas macht, dann solltet ihr vielleicht auch mal eure WLAN, wenn ihr WLAN-Zugangsdaten habt, dann ändert sie vielleicht oder nutzt ein separates WLAN für Internet of Things Ding. Hier gibt es noch eine Liste von Leuten, die mich unterstützt haben, zum Beispiel Professor Nubiri, Semo Labs, Attitude Darmstadt, for supporting me in my master thesis. And now I'm happy auch mein Professor von der Uni Darmstadt, der mich während meiner Masterarbeit unterstützt hat. Und jetzt bin ich noch offen für Fragen. Vielen Dank. Okay, thank you, Dennis. I think we have time for a few quick questions. Ich denke, wir haben Zeit für ein paar kurze Fragen. I can't see very well, so you have to make eye contact with him. There's a question right behind you. Dort ist eine Frage. Oh, okay. Sorry. You go first. My mic is on. You mentioned one device that has erzählt, that did it dass es eine, properly, ein Gerät gab, which device was this and if there Gerät gab, was es sinnvoll gemacht hat. Kannst du uns eine Liste geben von den Geräten, die das sinnvoll tun? Also von diesem speziellen Saugroboter kann ich das noch nicht erzählen. Ich möchte es noch nicht veröffentlichen, weil ich bin da noch dabei, das zu routen, und ich möchte jetzt nicht den Hersteller davon abhalten, also warnen, dass er mich davon abhält, das zu untersuchen. Das ein Teil des Problems ist halt, dass die Hersteller diese Funktionen nicht ankündigen. Also man kann nicht erkennen, welche Hersteller, welche Geräte das gut machen. Die meisten Geräte, die es gut machen, sind halt eben Smartphones, weil wir aus der Geschichte schon gelernt haben. Aber ansonsten kann ich mich an viele Geräte erinnern, die es gut gemacht haben. Es ist eigentlich die wenigsten. Eine weitere Frage? Can you give a sort of sliding scale on what would be? Kannst du uns ungefähr auf einer Skala sagen? Ich hatte so einen Chip. What would be the? Sorry. Can you give a sliding scale of what should and should not be implemented in sort of in data cleaning process? Kannst du uns so eine Skala geben, was es was implementiert werden sollte für so ein Datencleaning? Ja, also was man als Hersteller natürlich machen kann, ist natürlich einfach gar nicht diese Protokolldaten überhaupt erst sammeln. Also Daten, die gar nicht erst gesammelt werden, kann man auch hinterher nicht anrufen. Natürlich, WLAN-Zugangsdaten müssen irgendwo gespeichert werden, irgendwie auch im Klartext, weil sonst kann man mit dem WLAN nicht verbinden, aber man kann natürlich auch die irgendwie verschlüsseln oder in irgendwelche Vertraulichkeitszonen stecken, sodass sie nicht so einfach abgerufen werden können. Did it answer your question? Hat das deine Frage beantwortet? Okay. Ja, danke schön.
There was a question. Da noch eine Frage? Besides destroying and not buying it, is there any best practice neben, daneben, dass man sie zerstören kann oder es nicht kaufen, was kann man Benutzern sonst empfehlen, die nicht so die sich nicht so mit IT-Sachen auskennen, was sie damit machen sollen, nachdem sie es benutzt haben? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich hatte sogar diese Diskussion heute schon, wo mir jemand gesagt hat, naja, man kann halt nicht einfach jedes Gerät kaputt machen, weil zum Beispiel so ein Smart-TV, also einfach für den wirtschaftlichen und Umweltaspekt, ist es halt einfach Quatsch, das einfach kaputt zu machen. Aber wenn man den Gedanken hat, dass das eigene Gerät ja Daten enthält und wenn es halt ein billiges Gerät ist, was vielleicht nur $50 kostet, dann einfach mit dem Hammer kaputt schlagen. Das gleiche ist, wenn man eine kaputte Festplatte hat, wenn es einfach nicht mehr läuft, wenn man es nicht mehr löschen hat, dann einfach aufschrauben und ein paar Löcher reinbauen. Also halt physikalische Zerstörung. Viele, viele Leute würden es halt nicht tun, gerade bei einem teuren Fernseher oder so, aber it's a hard to answer question. Ja, es ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Es gibt keine einfache Lösung dazu. Es ist ein großes Problem und es gibt keine gute Lösung dafür im Moment. Over there. Okay, dort drüben. In Mr. Robot we see Elio destroying chips with the microwave. Is this a good way or what? Ja, ist es eine gute Idee, die Chips in die Mikrowelle zu legen, um sie zu zerstören? Also man sieht immer Videos, die das machen. Kann das funktionieren? Ich denke, also wir wissen, dass wenn man Pässe in die Mikrowelle stellt, dass es manchmal ein Feuer auslösen kann. Also ich würde überhaupt keine Bauteile in eine Mikrowelle lesen. Vielleicht kann man sie anders physikalisch zerstören, also wenn man eine SD-Karte hat, sie einfach durchbrechen, dann könnten erfahrene Leute immer noch die SD-Karte wieder zusammensetzen und versuchen, die Daten auszulesen. Aber es ist halt die Frage, wie wahrscheinlich ist das, dass es jemand versuchen würde? Wie wichtig sind die Daten? Also vielleicht doch einfach mit einem Schraubendreher den Chip entfernen und dann wegwerfen, und wenn jemand den Chip dann findet und sich die Mühe macht, dann ja, okay, ist halt die Frage, ob die CIA oder das FBI irgendwas von dir wissen. Also die Frage, was da dein Feind ist, aber eigentlich müsste das reichen. We are slowly but steadily running out of time. Uns läuft langsam die Zeit aus. Insofern danken wir mal Dennis für seinen Vortrag.